So, passend nach zwei Regalreihen war jetzt auch noch die Speicherkarte voll, aber gut. Also ich werde euch jetzt tatsächlich noch die anderen beiden Regalreihen von diesem Regal abfilmen und das rechte schmale Regal ergibt dann ein neues Video, sonst ist das einfach viel zu lang. Also hier haben wir jetzt alles, was Joelle Dicker, wie auch immer, bisher so geschrieben hat. Die Wahrheit über den Fall Larry Bär, die Geschichte der Baltimores und das Verschwinden der Stephanie Mailer. Hier geht es eben um eine Art Kriminalfall, aber wie immer bei diesem Autoren um viel, viel mehr eigentlich. Hier geht es um die Familiengeschichte des Typen, der in diesem Fall ermittelt, wobei er kein Ermittler ist, sondern Autor und mit Herrn Quebert verbindet ihn ein bisschen was und deswegen engagiert er sich in dem Fall. Und hier auch wieder um eine Art Kriminalfall, der ja sehr, sehr viele skurrile Persönlichkeiten beinhaltet. Ich habe bisher alles geliebt, was er geschrieben hat. Mein absoluter Favorit ist aber die Geschichte der Baltimores. Das mochte ich eben am liebsten. Das Verschwinden der Stephanie Mailer war ein bisschen schwächer als die anderen. So, ich würde sagen, in der Vielschichtigkeit und was so, ja. Aber insgesamt auch weiterhin sehr, sehr spannend. Also, das hier hat mich sehr, sehr gut unterhalten, aber es war für mich nicht so inhaltlich dicht wie die anderen beiden. Vielleicht kann man es so einfach formulieren. Dann haben wir hier Chloe Benjamin mit Die Unsterblichen. Auch ein Buch, das noch gar nicht so lange hier drin steht und das ich heiß geliebt habe. Es geht um Geschwister, die ihr Todesdatum erfahren und wie sie damit umgehen. Also es sind im Grunde mehrere Geschichten, wenn man so will, die natürlich miteinander verbunden sind, aber jede handelt von einem anderen Geschwister, sagt man das in der Einzahl. Wahnsinnig toll. Alles über Lulu von Jonathan Evison. Dass ich das gelesen habe, ist super lange her und ich kann nicht mehr wirklich was drüber sagen. Mein Gedächtnis ist ja leider auch extrem schlecht. Ich müsste es eigentlich nochmal lesen. Ich weiß noch, dass es mich damals sehr beeindruckt hat. Die Frage ist ehrlicherweise, würde es das immer noch? Vielleicht sollte ich das mal vorübergehend aus dem Regal rausnehmen. John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich habe es so geliebt. Ich liebe da auch den Film. Ich habe im Kino durchgeheult. Ich habe auch noch andere Bücher von John Green gelesen, die ich auch gerne mochte. Manche mehr, manche weniger. Das zuletzt erschienene, es sei denn, es ist jetzt noch ein neues gekommen. Mir fällt gerade nicht mal mehr der Titel ein. Mochte ich ehrlicherweise nicht so gerne. Auf jeden Fall ist das hier mein absoluter Favorit und auch das einzige Buch, das ich hier in diesem Regal stehen haben möchte. Wobei ich auch die meisten als E-Books gelesen habe. Alles Licht, das wir nicht sehen, von Anthony Doerr. Ich habe das schon so oft empfohlen, ich kann es nur noch mal wiederholen. Mit Sicherheit eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Es geht um zwei Geschichten während des Zweiten Weltkriegs, die sich so miteinander verbinden. Um ein französisches Mädchen und ihre Geschichte und um einen Jungen, der, ja, wie soll ich sagen, so ins Nazi-Regime mit reingezogen wird, wenn man so will. Ich fand es grandios, es hat mich so berührt. Dann haben wir hier Marcus Cusack, Der Joker und warum auch immer. Das andere Buch, das ich von ihm noch hier habe, steht in einem anderen Fach. Naja, ja, toll, 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 mochte ich gerne. Ist im Grunde ein Jugendbuch, kann man aber sehr gut als Erwachsener lesen. Stoner von John Williams, auch das eins der Highlights der letzten Jahre sozusagen. Das, auch da hätte ich nie damit gerechnet, dass ich es so lieben würde, obwohl ich so viele überschwängliche Meinungen gehört habe und es hat mich einfach komplett geflasht. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Dann haben wir hier Han Kang, einmal mit Die Vegetarierin und mit Menschenberg. Ich würde behaupten, und jetzt machen Sie so ein bisschen den Anfang, ich muss mich mal ein bisschen anders bewegen, ich habe mich gerade hingesetzt, so ein bisschen den Anfang von sehr intensiven Büchern, dass die Autorin nicht für jedermann ist. Also, sie schreibt, ja, intensiv, aufrüttelnd, skurril. Also es ist schon nicht ohne. Die Bücher sind sehr schmal, aber ich würde sie nicht unterschätzen. Lisbeth und es schmilzt. Ich habe, bevor ich dieses Buch gelesen habe, sehr viel darüber gehört. Sehr viel darüber, wie schockiert die Leser waren, dass sie kaum weiterlesen konnten, dass sie selten etwas gelesen haben, das sie so fertig gemacht hat. Und wie ich dann so bin, dachte ich mir, muss ich scheinbar lesen. Und habe angefangen, es zu lesen und dachte, verstehe ich nicht. Also, es ist ja eigentlich relativ ruhig und es ist absolut kein actionlastiges Buch, was es ja nicht sein muss, um jemanden so aufzurütteln. Aber dennoch, ich habe es nicht verstanden.
Und dann geriet ich immer und immer mehr in den Sog von dieser Geschichte und hatte dann irgendwann so einen Punkt, und den habe ich selten bei Büchern, weil sie einen im Grunde im Kopf ja nur so weit gehen lassen, wie die eigene Fantasie es zulässt. Ich musste es zuklappen und kurz liegen lassen, bevor ich weiterlesen konnte. Also das trifft einen so extrem, und allein diese ganze bedrückende Stimmung bereitet ja schon drauf vor. Und wie gesagt, es ist kein actionlastiges Buch, aber es ist wirklich nicht ohne. Dann natürlich Margaret Atwood, Der Report der Magd und die Zeuginnen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Geliebt, geliebt, geliebt. Sowohl den ersten als auch den zweiten Band. Absolut, absolut lesenswert. Ein Muss, würde ich fast schon sagen. Und das sage ich selten. Arno Geiger, Unter der Drachenband. Ein Buch, das ich im Rahmen des Deutschen Buchpreises gelesen habe und mir sonst wohl nicht gekauft hätte. Und was wäre mir da entgangen? Also Arno Geigers Schreibstil ist wahnsinnig toll und einnehmend. Die Geschichte mochte ich gerne. Es ist vielleicht so ein bisschen literarischer Underdog, in Anführungsstrichen. Der Autor ist ja sehr bekannt, aber jetzt, wo der Buchpreis, also es war ja schon letztes Jahr, vergangen ist, hört man davon nicht mehr wirklich was. Also ich kann es euch nur empfehlen. Hier haben wir die neuen Shakespeare-Adaptionen. Einmal von Anne Tyler, Die störrische Braut. Das ist die neue Adaption von Der widerspenstigen Zähmung. Jeanette Winterson, Die Weite der Zeit. Und Margaret Atwood mit Hexensaat. Und Hexensaat, jetzt muss ich überlegen. Ich meine, Hexensaat war die neue Interpretation von Der Sturm und Der weite Raum der Zeit von dem Wintermärchen. Ich muss jetzt mal, steht's hier drauf? Naja, auf jeden Fall mochte ich nicht alle gleichermaßen gerne, aber ich finde dieses Projekt einfach toll. Ich musste auch mal weiterlesen. Ich habe auch von Jo Nesbø oder wie er heißt, eine Adaption hier, aber noch nicht das Shakespeare-Original. Ich glaube, es ist die Adaption von Macbeth. Ich möchte unbedingt noch weitermachen. Und ja, diese Bücher landen ehrlicherweise alle hier, einfach weil ich das Projekt so toll finde. Dann haben wir hier von Astrid Rosenfeld Kinder des Zufalls. Auch das mochte ich wahnsinnig gerne. Genauso wie, oh, was habe ich von ihr noch gelesen? Es steht auf jeden Fall bei meinen Diogenes-Büchern. Ja, mochte ich gerne. Super skurrile Charaktere. Finde ich immer toll. Dann Alles über Heather von Matthew Weiner. Da habe ich echt überlegt, ob ich das Geld für dieses schmale Büchlein ausgeben soll, das man irgendwie in gefühlten 10 Minuten gelesen hat. Aber es ist viel Intensität auf wenig Seiten gepackt. Und es ist ja manchmal besser als so ewig lange Wälzer, die sich dann in irgendwelchen Ausschweifungen verlieren, die es nicht bräuchte. Sehr toll, kann man ja dann jetzt auch günstiger bekommen. Geständnisse von Kanae Minato. Auch ein Buch, das ich auf einer Zugfahrt, und zwar auf der Heimfahrt von der Leipziger Buchmesse, komplett in einem Rutsch durchgelesen habe, weil es so besonders ist und so gut und so überraschend. Ihr zweites Buch hat es nicht nur nicht in dieses Regal geschafft, sondern das wird auch aussortiert. Das mochte ich nämlich leider gar nicht. Aber das hier kann ich euch sehr empfehlen. Dann die gesamte Hjort und Rosenfeld-Reihe. Einmal Die Toten, die niemand vermisst. Und dann rutschen wir schon in die nächste Regalreihe. Die Frauen, die er kannte. Der Mann, der kein Mörder war. Das Mädchen, das verstummte. Warum ist das hier falsch rum? Die Menschen, die es nicht verdienen, und die Opfer, die man bringt. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich die gesamte Reihe in diesem Regal behalte, weil der Platz langsam richtig, richtig knapp wird. Und diese ganze Reihe mit ihren mega fetten Bänden natürlich viel Platz wegnimmt. Nichtsdestotrotz liebe ich die Reihe über alles. Ich habe so lange auf den neuen Band gelauert und hatte so Sorge, dass ich mich an nichts mehr erinnere, was vorher passiert ist. Aber es ging einigermaßen okay. Und wie so oft bei diesen Reihen sind nicht unbedingt die Fälle das Spannendste, auch wenn sie natürlich spannend sind, sondern die Ermittler. Und ich bin eigentlich gar nicht unbedingt für Krimireihen zu haben, und auch diese ganzen skandinavischen Reihen, da weiß ich gar nicht, wo fange ich an, wo höre ich auf. Aber die Reihe ist so toll, und man darf sich auch von der Dicke der Bücher nicht abschrecken lassen und davon, dass es jetzt so viele Bände gibt. Ich habe die alle innerhalb kürzester Zeit verschlungen, die sind wirklich toll. Ich finde, sie haben sehr besondere Charaktere. Vielleicht geht es mir auch nur so, weil ich eben ansonsten nicht alle anderen skandinavischen Krimireihen auch lese. Aber wenn ihr mal richtig viel Zeit habt, dann guckt euch das gerne an. Jetzt kommen so autobiografische Geschichten, wahre Geschichten in Romanform.
Wir haben hier einmal Ich bin voller Hass und das liebe ich, ein dokumentarischer Roman. Da geht es um das Columbine High School Attentat. Das hat mich damals sehr getroffen und ich habe das ganz, ganz lange nicht aus dem Kopf bekommen. Und es gab ja dann auch noch andere Attentate an Schulen und sowas geht mir immer extrem nah. Ja, aufgrund meiner eigenen Schulzeit, das ist irgendwie ein Thema, das mich besonders trifft, da hat ja jeder irgendwie was. Und das hier kann ich euch sehr empfehlen. Ich meine, dass man das nicht mehr neu bekommt, sondern nur noch gebraucht. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, da sind eben ganz, ganz viele echte Dokumente drin. Das ist ein sehr besonderer Einblick und eben ein dokumentarischer Einblick und keine großartige Meinungsmache. Oder was heißt Meinungsmache? Ich meine, die Meinung ist in dem Fall ja ziemlich klar, aber ich fand es sehr, sehr interessant und gut gemacht. Dann Cat Person von Kristen Rupinian. Da habe ich Cat Person, die Kurzgeschichte habe ich damals gelesen, als sie rauskam tatsächlich und dann ehrlicherweise wieder so ein bisschen vergessen. Und dann kam dieser Kurzgeschichtenband raus und ich habe es auch schon mehrmals erwähnt, ich bin eigentlich nicht für Kurzgeschichten zu haben, das ist nicht mein Ding. In dem Fall allerdings dachte ich, okay, ich möchte es mir doch mal durchlesen und das ist hier im Grunde nicht ganz korrekt im Sinne von Tatsachenberichten, weil es ja eben Kurzgeschichten sind, aber die basieren ja auf eigenen Beobachtungen, Erlebnissen, Gedanken und darum ist es hier mit drin. Und ich finde, das kann man auch sehr gut lesen, wenn man wie ich vielleicht kein so großartiger Kurzgeschichten-Fan ist, weil die Geschichten so eindrücklich sind, ja, dass es sich sehr gut liest. Schwarze Magnolie ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Die Geschichte einer jungen Frau, die in Nordkorea aufgewachsen ist. Ich denke, über die Umstände in Nordkorea wissen viele Bescheid, fand ich sehr spannend, sehr interessant und man ist dann doch sehr dankbar für die persönlichen Freiheiten, die man hat und gerade im Moment ist es ja so, dass wir hier sehr mit Corona beschäftigt sind und ich weiß nicht, ob es hier noch Ausgangssperren oder was auch immer geben wird, aber das ist ganz ehrlich alles kein Vergleich oder gar keinen großen Gedanken wert, wenn man sowas hier liest. Una und Salinger von Frederic Bechbédé. Da geht es tatsächlich um J.D. Salinger und seine Beziehung zu einer jungen Frau. Das mochte ich auch sehr gerne. Dieses Buch hier steht falsch in meiner ansatzweisen Sortierung, aber gut. A Monster Calls von Patrick Ness. Darüber habe ich natürlich auch schon extrem viel gehört, bevor ich es dann mal selbst gelesen habe. Und dass es eben sehr, sehr beeindruckend sein soll, sowohl in Text als auch in Bildform. Und das stimmt. Also das ist schon ein ganz besonderes Buch. Dann hier ein riesiges Buch und zwar ein Bildband über John Lennon. Was soll ich dazu sagen? Es geht um John Lennon, sein Leben, ganz viele Bilder und das Buch habe ich mir gekauft. Oh, es ist auch schon super lange her und war natürlich auch nicht günstig. Aber ich liebe es, das immer mal wieder durchzublättern. Ich habe schon sehr lange ein großes Fable für die Beatles. Ich habe in der Schule schon ein Referat drüber gehalten, hat natürlich keinen Menschen interessiert damals, aber gut. Genau, und John Lennon ist mein Favorite, wenn man so will. Dann zweimal Delphine de Vigan, einmal mit Das Lächeln meiner Mutter, was dann eben tatsächlich die Geschichte ihrer eigenen Mutter ist. Oh, ich muss das mal kurz... So. Und Nach einer wahren Geschichte. Das war, also beide Bücher fand ich sehr, sehr toll. Einmal die Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, zu der sie keine einfache Beziehung hatte. Und auch Nach einer wahren Geschichte, wo es um sie selbst geht, in einer Form, die man so nicht erwartet. Also sie schreibt unglaublich genial, ich muss noch mehr von ihr lesen. Schloss aus Glas von Jeanette Walls, mittlerweile auch verfilmt worden. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Auch hier geht es um die eigene Lebensgeschichte der Autorin, um ihre sehr, sehr schwierige Kindheit, das ist sehr lesenswert. Und Unorthodox von Deborah Feldman. Da muss ich auch mal noch das Folgebuch lesen. Das war mir nur immer zu teuer, ehrlicherweise. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es das auch als Taschenbuch. Und da geht es um ihr Aufwachsen in einer streng gläubigen jüdischen Gemeinde, worüber ich nicht so viel wusste. Also, was ich über die jüdische Kultur weiß, ja, kommt so ansatzweise aus dem Religionsunterricht, aber ich hatte nicht so viel Religionsunterricht, weil ich nicht getauft bin. Und aus irgendwelchen amerikanischen Serien, ehrlicherweise. Und da geht es ja eher so um die lustigen Aspekte und das hier ist schon nochmal was ganz anderes, fand ich sehr spannend, sehr interessant. Weißer Oleander,
Wer mir schon länger oder auch kürzer folgt, weiß, wie heiß und innig ich dieses Buch liebe. Ich kann nicht mehr viele Worte dazu verlieren. Eines meiner allerliebsten Bücher aller Zeiten habe ich schon sehr oft gelesen. Dann zweimal Juli C., einmal mit Null Zeit und einmal mit Unterleuten. Mehr habe ich von ihr auch noch nicht gelesen, das möchte ich aber noch nachholen. Grandios, grandioser Schreibstil, grandiose Geschichten und Charaktere, Unterleuten. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so genial finden würde zu lesen, was auf so einem Dorf so abgeht. Ich komme aus einer sehr dörflichen Umgebung. Ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis davon zu lesen, aber ich habe es sehr, sehr geliebt. Oh. Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro. Ich glaube, es ist so ein bisschen, manche lieben es, manche hassen es. Ich habe es sehr geliebt. Ich fand es emotional stark berührend. Julian Barnes, Vom Ende einer Geschichte. Auch das hat mich sehr berührt. Auch wieder ein sehr schmales Büchlein, das einem aber auch im Gedächtnis bleibt. Ich muss mal noch mehr von ihm lesen. Wo steckst du, Bernadette? Von Maria Sample. Sehr unterhaltsam, sehr feinsinnig, aber vor allem wirklich lustig und unterhaltsam, ohne irgendwie einen doofen Humor zu haben. Also wenn ihr da mal gute Unterhaltung braucht, guckt euch das mal an. Und Christos Tsiolkas, Nur eine Ohrfeige, auch das kann ich euch sehr, 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 sehr empfehlen. Da geht es um die Folgen einer Ohrfeige auf einer Familienfeier und darum, was das dann in verschiedenen Familienmitgliedern auslöst, wie es dann weitergeht mit denjenigen. Blicke in die Vergangenheit, grandios gemacht. Und das Buch, das ich gerade weggelegt habe, lag hier schon quer, weil ich keinen Platz mehr dafür habe, nur jetzt, weil ich andere für euch rausgezogen habe. Und zwar Middlesex von Jeffrey Eugenides. Auch eins der allerbesten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Das war so gut und so besonders und so lesenswert. Ich habe von ihm noch ein anderes Buch gelesen, das ich mittlerweile schon aussortiert habe, weil ich es leider nicht so gerne mochte. Und nein, es war nicht Virgin Suicides, es war irgendein anderes. Aber das hier ist unfassbar, unfassbar toll. Und ja, wie gesagt, auf dem... Ach nein, ein Regalbrett fehlt uns ja noch. Ich wollte schon sagen, jetzt kommen schon die persönlichen Dinge, aber eins fehlt uns noch. Falls ihr noch Zeit und Geduld habt, machen wir das doch jetzt auch noch. Hier haben wir noch Die Kunst des Feldspiels von Chad Harbeck. Auch das kann ich ja nur immer wieder empfehlen. Es geht um so viel mehr als Baseball. Ich habe in den Beschreibungen von den Baseballspielen ein bisschen quer gelesen, ehrlicherweise, weil ich auch einfach null Ahnung von den Regeln habe. Aber es geht viel, viel mehr um die Menschen darin und es ist ganz toll und ganz süß an mancher Stelle und ja, wundervoll. Oh. Auch das erst vor kurzem gelesen und jetzt schon heiß geliebt, Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann. Ein ganz weises Buch, will ich fast sagen, aber ich finde, es klingt irgendwie so abschreckend. Ja, wunderbar, wunderbar. Also es ist, ich weiß nicht, es schleicht sich total ins Herz. Stephen Jabowski, Das also ist mein Leben oder auch The Perks of Being a Wallflower im Original. Das... Ich würde ja gerne sagen, ich tue gerade so, aber mir fehlen wirklich ein bisschen die Worte. Also das hat mich so gepackt und so beeindruckt. Und die Verfilmung, da sieht man auch diesen hässlichen Aufkleber, Vielleicht lieber morgen. Da habe ich auch so ziemlich durchgeheult, weil mich das thematisch auch wieder so extrem ins Herz getroffen hat. Es war, für manche wäre der Film vielleicht gar nicht so traurig, aber für mich persönlich einfach ganz, ganz extrem. Irgendwie auch im positiven Sinne, weil es mich so mitgenommen hat, aber ja, unglaublich. Die Musik der Wale, sehr offensichtlich gebraucht gekauft, so wie es aussieht, aber man bekommt es nicht mehr neu. Auch das fand ich toll und sehr empfehlenswert. Ich habe von Wally Lamb noch ein anderes Buch hier, das aber ähnlich dick ist wie die Musik der Wale, deswegen liegt es gerade schon ein bisschen. Sollte ich aber unbedingt mal lesen. Der Fliegenfänger von Willie Russell. Auch das ist ein Buch, das ich nicht müde werde zu erwähnen, weil es irgendwie ein Geheimtipp ist und ich es so geliebt habe. Der Junge, der Briefe an Morrissey schreibt und von seinem Leben erzählt und von seinen Freundschaften, von den Ups und Downs. Es hat so viel Humor, es hat auch Traurigkeit, es hat ernste Töne, es hat Leichtigkeit. Es ist wirklich genial und es kennt einfach kein Mensch. Und ich muss die frohe Botschaft weiter verbreiten. Donna Tartt, Die geheime Geschichte. Auch kein Buch, das ich heiß geliebt habe im Vergleich zu vielen anderen, aber ein sehr, sehr besonderes Buch und deshalb hier. Ich habe auch
Der Distelfink hier, allerdings auf Englisch, was auch immer mich da geritten hat. Mal gucken, ob ich es jemals lese. Dann Jennifer Donnelly, die Teerose, die Winterrose und die Wildrose. Eine historische Trilogie, richtig, richtig toll, richtig gut gemacht. Also besonders die Teerose habe ich so oft gelesen. Es ist, man leidet so sehr mit den Charakteren. Es ist wunderbar. Die Bücherdiebin von Marcus Cusack. Ich sag euch, wie ich diese Ausgabe gejagt habe. Ich wollte unbedingt diese wunderschöne Hardcover-Ausgabe haben. Es gibt noch eine andere Hardcover-Ausgabe, die bei weitem nicht so hübsch ist. Und ich habe sie bekommen und ja, finde sie eben nicht nur optisch schön, sondern auch inhaltlich. Auch das, ja, manche mögen es, manche nicht. Es ist eine Geschichte, die vom Tod selbst erzählt wird, die während des Zweiten Weltkriegs spielt. Ich mochte es sehr, sehr gerne. Das Rosie-Projekt von Graeme Simsion. Ich habe es genauso geliebt wie viele andere auch. Es ist einfach so eine süße, herzerwärmende Geschichte. Kann man sich gerne mal zu Gemüte führen. Ich glaube, der Rosie-Effekt heißt das zweite Buch. Ich habe letztens zufällig gesehen, dass es ein drittes gibt. Ich habe den Rosie-Effekt schon hier, habe allerdings schon oft gehört, dass es nicht so gut sein soll. Deswegen gammelt es so ein bisschen vor sich hin. Mal gucken, ob ich es noch lese. Die Frau des Zeitreisenden. Auch damit möchte ich diejenigen, die mir schon länger folgen, jetzt nicht unbedingt nerven. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe es mehrmals gelesen, sowohl auf Deutsch oder auf Englisch. Ihr werdet gleich sehen, dass ich auch noch eine Ausgabe davon habe. Ich habe eigentlich drei. Ich habe diese, dann noch eine deutsche, die ich euch gleich zeige, und die englische. Und ich könnte wahrscheinlich auch noch mehr kaufen. So, Heinrich Steinfest, Das Leben und Sterben der Flugzeuge, auch kein Buch, das ich heiß geliebt habe, aber ein Buch, das ich irgendwie sehr, sehr besonders fand in seiner Skurrilität und deswegen hier vertreten. Diese Reihe, ich habe sie, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt, oh, ich schiebe sie mal eben zur Seite, habe ich von meiner Mutter gelesen, die auch schon ziemlich zerlesen waren, weil sie schon lange besitzt und auch schon mehrmals selbst gelesen hat. Und wollte ich dann ganz gerne nochmal neu kaufen, weil ich so Angst hatte, dass diese anderen Bücher irgendwann zerfallen und ich es dann nicht mehr lesen kann. Und das war super schwierig, weil sie nicht mehr verlegt wird. Und das hier sind aber tatsächlich neue Ausgaben, die waren noch so als Bundle eingeschweißt, wie ich sie gekauft habe, über eBay oder so. Und das ist die Castile-Saga von V.C. Andrews. Und so wie die Cover aussehen, so ist es auch ein bisschen. Es ist natürlich überkitschig und mega übertrieben und irgendwie von allem too much. Aber Leute, ich liebe diese Reihe. Ich habe sie so, so, so oft gelesen und ich kriege gerade richtig Bock drauf, sie nochmal zu lesen. Es ist Drama pur von diesen Hillbillies mit der Tochter, die dann so ein bisschen aufsteigt und ihrer Liebe und... Für mich ist, also das sind so absolute Herzensbücher, die ja verbinde ich dadurch eben auch mit zu Hause und meiner Familie und ja. Und hier, völlig anderes Thema, die Känguru-Trilogie. Und dieser Kauf hier war im Grunde echt mega bescheuert, weil ich liebe die Känguru-Trilogie. Ich habe auch Quality Land von Mark-Uwe Kling gelesen und habe es genauso geliebt. Aber als Hörbücher. Und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, weil die Hörbücher von ihm selbst gelesen sind einfach... Kunst, wenn man so will. Und ich musste aber trotzdem diesen Schuber besitzen. Es ging wirklich ums reine Besitzen. Ich gebe es zu, ich bin sonst nicht so, aber in dem Fall schon. Ich musste sie nochmal als Bücher besitzen, obwohl ich sie vermutlich immer nur hören werde. Schande über mein Haupt, aber wir haben da ja alle unsere Ticks. Naja. Und dann habe ich hier noch drei so Mini-Ausgaben. Einmal der Winterpalast von Eva Stagniak. Und das war ein Versehen, dass ich es in der Ausgabe gekauft habe. Ich wollte eigentlich die normale Größe. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr, sehr tolles historisches Buch. Und diese beiden hier für immer vielleicht. Und ich habe es angekündigt, Die Frau des Zeitreisenden. Beides Bücher, die ich heiß liebe, zählen wirklich zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Die könnte ich jederzeit aufschlagen und irgendwo... Na gut, Die Frau des Zeitreisenden ist zu komplex. Das könnte ich nicht irgendwo aufschlagen und einfach weiterlesen. Aber für immer vielleicht schon. Und irgendwie dachte ich, ich hätte die gern als Mini-Ausgaben so für unterwegs in Anführungsstrichen, weil... Komme, was wolle, die werde ich immer gerne lesen und ja, das ist auch so ein bisschen bescheuert und so ein bisschen nerdiger Bücherwahn, aber es ist eben so. Und genau, das war, wie gesagt, auf der unteren Regalreihe sind persönliche Sachen, die ich nicht zeige. Das war das erste Regal und oh mein Gott, das abzufilmen hat schon ewig gedauert. Ich muss jetzt echt mal gucken, wie ich das schneide. Aber ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude damit und ich freue mich auf eure Kommentare und werde mich bemühen, auch die anderen Regale zeitnah noch abzufilmen.
Bis dahin erstmal.